Jeder liebt ein großes, globales Sportereignis und spannende Wettkämpfe wie Schwimmen, Radfahren, Kugelstoßen, Marathon, Fußball und sogar Skateboarden und viele andere spannende Wettkämpfe. Wenn du in der Zeit zurückgehen könntest, würdest du entdecken, dass große Sportarten schon lange groß sind. Die modernen Olympischen Spiele gibt es seit 128 Jahren. Lass uns weiter zurückgehen. Noch weiter, noch ein Stück. Willkommen zu den antiken Olympischen Spielen. Vor über 2000 Jahren versammelten sich Athleten aus ganz Griechenland, um gegeneinander anzutreten. Es gab große Sportarten wie den 192-Meter-Lauf und mehr. Wie ein Wettlauf, bei dem die Läufer in voller Rüstung liefen. Außerdem Speerwurf, Diskus und sogar Wagenrennen. Aber es gab nicht nur große Sportarten, sondern auch bedeutende kulturelle Veranstaltungen wie den Trompetenwettbewerb. Diese Athleten trainierten hart. Sie waren fokussiert und entschlossen. Die antiken Olympischen Spiele dauerten 1169 Jahre. Während die Olympischen Spiele in Griechenland stattfanden, wurde Jesus auf der anderen Seite des Meeres geboren. Er lehrte die Menschen, vollbrachte Wunder, starb, ist auferstanden und kehrte in den Himmel zurück. Er hinterließ seinen Jüngern die Aufgabe, seine Arbeit fortzusetzen. Paulus wurde ein Jünger von Jesus und reiste viel. Er schrieb wichtige Briefe, die wir noch heute lesen. In einem wollte er erklären, wie man Jesus nachfolgt. Er dachte, ich werde einen Wettlauf verwenden, um es zu erklären. Unser Leben ist wie ein Wettlauf. Es beginnt, wenn wir geboren werden und endet, wenn wir sterben. Manche Leute denken, dass alles vorbei ist, wenn wir sterben. Aber Paulus lernte von Jesus, dass die Ziellinie in diesem Leben nur die Startlinie eines ewigen Lebens ist. Am Ziel erhalten wir die Belohnung, was wir im Leben getan haben. Paulus dachte, er könnte eine Belohnung von Gott zu bekommen. Er tat, was ihm einfiel. Aber niemand ist wirklich gut genug. Niemand, außer Jesus. Nur Jesus kann uns mit Gott versöhnen. Er hat den Preis für uns bezahlt. Anstatt den Wettlauf des Lebens alleine zu laufen, lief Paulus, indem er Jesus folgte. Und du kannst das auch. Und hier ist der überraschende Teil. Jesus hat den Wettlauf bereits gewonnen und bietet dir den Preis an. Welchen Preis? Eine ewige und wundervolle Freundschaft mit Jesus im Himmel. Also lauf weiter und gib niemals auf.